Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, jetzt haben wir ja hier in Neon schon so ein bisschen an den ganzen Kleinquesten aufgeräumt. Jetzt wird es Zeit, mal wieder eine große zu machen. Und, naja, mit Sarah. Ich fühle mich mit Sarah immer so unsicher bei den ganzen Dialogoptionen. Aber na gut. Schauen wir mal. Ich werde es jetzt mit Ryujin probieren. Was soll passieren, außer dass sie die Scheidung verlangt? Achso, ich muss mich hier am Terminal anmelden. Gut, dann machen wir das hier. Bewerbung. Arbeitserfahrung? Keine. Wie vertraut bist du mit Ryujins Industries Produkten? Ein bisschen. Wie gut kannst du Computer tippen und Dateien verwalten? Überhaupt nicht. Welchen Bildungsabschluss hast du? Universität, Master und höher. Bist du vorbestraft? Nein. Deine Bewerbung ist nun vollständig. Um deine Bewerbung offiziell einzureichen, wähle bitte unten Bewerbung einreichen. Danach kannst du deine Antworten nicht mehr ändern. Okay, doki. So. Dann würde ich sagen, let's go, ab nach Ryujin. Ich bin ja mal echt gespannt, wie sie jetzt drauf reagiert. Industriekonzern und so. Dann schauen wir mal. Operations. Willkommen bei Ryujin Industries. Kann ich helfen? Ja. Du gehörst bestimmt zu den Kandidaten, die sich heute bei Imogen Salso bewerben. Ihr Büro ist den Gang von mir aus links runter. Geh am Konferenzsaal nochmal nach links, dann nach rechts und eine kleine Treppe nach oben. Geh dann nach links und weiter, bis du schließlich ihr Büro siehst. Klingt wie ein Labyrinth, oder? Wenn ich dich also hinführen soll oder du Fragen hast, sag einfach Bescheid. Nein, danke. Oh, wir sind dann wohl fertig. Ja. Du wirst uns nur nochmal die Geschichte erklären, aber wir wollen zu Imogen. Ich kann mir nicht vorstellen, den lieben langen Tag in so einem Büro zu versauern, statt auf der Brücke eines Raumschiffs die Sterne zu erkunden. Klasse, ein Raumanzug. So toxisch ist die Geschäftswelt auch wieder nicht. Setz dich und deine Begleitung kann am besten draußen warten. Wenn sie nach deinen Stärken fragen, sag ihnen, du hast kein Mitgefühl mit deinen Kunden. So kriegst du garantiert einen Job bei einer Megacorp. Okay, nur um mal ein paar Dinge klarzustellen. Ich bin Imogen Salso, Senior Operations Specialist bei Ryujin Industries. Normalerweise mache das nicht ich, sondern meine Kollegin Yuko. Aber die ist gerade indisponiert. Wir suchen jemanden für einen Einstiegsjob in unserer Verwaltung. Unser Algorithmus hat uns wohl im Stich gelassen und hält dich für geeignet. Worüber ich später noch mit den Technikern reden werde. Also, bringen wir es hinter uns. Warum willst du für Ryujin Industries arbeiten? Ich will einfach ein paar Credits verdienen. Erfrischend ehrlich. Und wenn du eingestellt wirst, verdienst du sehr viel mehr als nur ein paar Credits. Falls du Erfolg hast, versteht sich. Das dürfte interessant werden, nachdem du angegeben hast, keine Erfahrung zu haben. Warum glaubst du, dass du für so einen Job qualifiziert bist? Es gibt keinen Deal, den ich nicht machen kann. Ob du trotz deiner Vergangenheit vielleicht deswegen heute hier sitzt, statt hinter Gittern? Und ja, wir wissen, dass du einen hast. Zumindest da hat Yukos Algorithmus uns nicht enttäuscht. Deine Vergangenheit ist kein Problem. Vorerst. Aber wir behalten dich im Auge. Das muss dir klar sein. Wie groß ist deine Erfolgsmotivation? Es kommt auch ganz darauf an, worauf ich hinarbeite. Das kommt hier bei Ryujin allein auf dich an. Es ist schon vorgekommen, dass jemand wie du ins Management aufgestiegen ist. Wir erkennen auch ungenutztes Potenzial.
Wenn es also eine Rolle gibt, in der du glänzen könntest, finden wir sie. Und noch meine letzte Frage. Wenn du hier bei uns bleibst, in welcher Rolle siehst du dich in 5 Jahren? In 5 Jahren leite ich dieses Unternehmen. Volle Transparenz. Hier geht es nur darum, Deals mit den richtigen Leuten zu machen. Wenn du deine Fähigkeiten nutzt und die richtigen Seiten wählst, dann leitest du den Laden wahrscheinlich auch nicht, spielst aber ganz oben mit. Okay, pass auf. Es gibt etwa 1 Million Sachen, die ich gerade lieber machen würde. Außerdem ist es nicht mal mein Job. Also, du bist angestellt. Mit Probezeit, versteht sich natürlich. Dein erster Auftrag. Bald geht ein Meeting los und du musst die Kaffeebestellung bei Terra Brew abholen. Ganz simpel. Das kannst du quasi gar nicht verbocken. Du musst dich nicht anstellen. Sag einfach, du kommst von Imogen Salzo. Dann wirst du sofort bedient. Gut. Kaffee holen. Sarah, komm. Kaffee holen. Kann ich helfen? Nein, noch nicht. Wir gehen Kaffee holen. Da brauchen wir keine Hilfe. Wir müssen nicht mit dem ganzen Marschtrupp dahin kommen und Kaffee holen. Na gut. Dann schau bei LeGrand's Liquors vorbei und still deinen Durst. Ja, wir stillen unseren Durst gleich mit leckerem Kaffee. Der Wahnsinn! Was du für deine täglichen Abenteuer brauchst. Gekauft, das Narcissus heißt. Warum dauert das so lange? Hey, hinten ich komme zu spät. Hallo und willkommen bei Terra Brew. Was darf denn sein? Ich soll hier die Bestellung von Imogen Salzo abholen. Oh, die Bestellung für Ryujin. Du bist wohl neu. Was ist mit Tomo? Hat er endlich die Beförderung? Ich wurde gefeuert. Das ist passiert. Und dieser seelenlose Roboter ist mein Ersatz. Tomo, es tut mir leid. Ich weiß, wie du dafür geschuftet hast. 4 Jahre habe ich Kaffee geholt und bin der arroganten Ularu Chen in den Arsch gekrochen. Und dann ersetzt mich so ein Niemand? Arrogant, das haut ungefähr hin. Du kennst die also schon? So hast du die Stelle bestimmt überhaupt erst gekriegt, durch deine verdammten Kontakte! Und da sie mich rausgeworfen haben, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie dich auf mich hetzen. Also bin ich jetzt mal proaktiv. Glaub mir, es heißt du oder ich. Niemand wurde auf dich gehetzt. Warum beruhigst du dich nicht erst einmal, bevor jemand ernsthaft verletzt wird? Ganz ruhig, reden wir über die Sache. Du willst reden? Okay. Du hast eine Chance, mir zu beweisen, dass du den Job verdienst. Wenn du mich überzeugst, gehe ich. Wenn nicht, tja, du weißt, was dann passiert. Ich bin extrem gut ausgebildet. Wenn du mich angreifst, stirbst du. Du kannst nicht so gut sein. Noch nicht. Oh doch. Ich weiß, dass du mir helfen würdest, wenn du könntest. Das will keiner. Jetzt bewegt sich langsam was. Ich versuche, vernünftig zu sein. Pass auf. Irgendwann setzt Ularu dich wirklich auf mich an. Vergiss das nicht, okay? Dass ich dir die Chance gegeben habe, mich umzustimmen, als ich dich umlegen wollte. Natürlich. Du bist entweder einer von den wenigen guten Menschen in Neon. Oder du weißt schon, wie man Druckmittel gegen jemanden sammelt. Wehe, du brichst das Versprechen. Ich werde dich beim Wort nehmen. War das jetzt für mich gedacht, Sarah, oder war das jetzt für ihn gedacht? Hey, keine Sorge, hier ruft niemand die Security. Wenn es wegen der Sache irgendein Drama gibt, klärt Ryujin das, glaub mir. Du solltest es ihnen unbedingt melden. Ich muss immer noch die Bestellung abholen. Ja, natürlich. Hier. Ach, und sag Mr. Cho, dass wir die empfohlenen Wartungsarbeiten durchgeführt haben. Ich habe den Malgrad persönlich 3-mal überprüft. Der Fehler kommt nicht wieder vor. Okay. Und hat die Kopfgeldbörse für eine ganze Woche. Hier sind Emporium. Ich sag das nicht zweimal. Und betritt eine Welt, die in den besiedelten Systemen ihres... Und
dann wollen wir mal den Kaffee abgeben. Aber klar doch. Das war jetzt sogar relativ positiv. Bin noch ein bisschen positiv überrascht. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Das wird bestimmt noch irgendwo schöne Fettnäpfchen geben, wo ich reintreten werde. Aber ich habe jetzt wieder 2 Pluspunkte gesammelt. Das ist gut. Pluspunkte ist immer gut. Man muss ein gutes, aber schnelles Tempo. Hoffentlich ist der Kaffee noch heiß, so lange wie du gebraucht hast. Entweder kennst du die Stadt zu schlecht, oder du lässt dich zu leicht ablenken. Was war denn? Was Persönliches kommt nicht mehr vor. Persönlich? Ha. So kann man es auch sagen. Ich weiß, dass Tomohigashi, ein ehemaliger Angestellter von uns, dich im Terra Brew angesprochen hat. Und nein, die Barista hat dich nicht verraten. Ryujin hat genügend Verbindungen in Neon, dass so ein Zwischenfall nie durchrutscht. Aber von deiner Täuschung mal abgesehen, sind einige von uns beeindruckt, wie du das gehandhabt hast. Wir möchten dir eine andere Rolle bei uns anbieten. Und da Yuko nicht hier ist, um zu protestieren, fängst du sofort an. Also, Glückwunsch zur Beförderung. Nicht schlecht an deinem ersten Tag, was? Es war die richtige Wahl, dich mit ihm auszusprechen. Ich bin stolz auf dich. Danke. Das sagst du jetzt. Warte, bis du die Details hörst. Ich befördere dich hiermit zum Nachwuchsagent. Diese Stelle ist etwas komplizierter und hundertprozentig geheim. Deine Aufgabe ist es, einzugreifen, wo es nötig ist, um den Erfolg von Ryujin zu gewährleisten. Hast du dazu Fragen? Keine weiteren Fragen. Interessant. Dann wird die Einweisung einfacher, als ich dachte. Und jetzt zum Kaffee. Ich nehme meinen. Und da Yuko immer noch nicht hier ist, kannst du ihren gerne behalten. Die anderen Empfänger warten schon im Konferenzsaal auf dich. Gut. Kaffee verteilen. Kaffee? Ah, Kaffee. Man sollte meinen, dass wir unsere eigenen Ableger unterstützen und Tranquility holen, aber nein. Terra Brew. Vielleicht sollte Ryujin Terra Brew übernehmen. Terra Brew wäre eine große Investition, aber die Entwicklung von Tranquility hat für uns Priorität. Aktuellen Prognosen nach überholen wir Terra Brew in den nächsten 5 Jahren. Aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Lyndon Calderi, ich leite die Finanzabteilung. Ich ziehe es dir jedes Mal vom Gehalt ab, wenn du irgendwelche Dummheiten machst. Was hoffentlich nicht oft passiert. Ich mache nie Dummheiten, also wird es bei mir auch nichts abzuziehen geben. Wir werden ja sehen. Bis jetzt hat das noch kein Agent geschafft. Nun, das war nicht lästig. Mögen unsere zukünftigen Treffen ebenso produktiv sein. Kaffee. Ah, perfekt. Imogen sagte was von einer Neueinstellung. Genevieve, ich leite Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Schön, dich kennenzulernen. Ebenfalls. Jedenfalls freut es mich, den neuesten Zuwachs zu treffen. Meine Frage ist nur... Wie viel Arbeit wirst du mir wohl machen? Keine. Du musst dir meinetwegen keine Sorgen machen. Ach ja? Das sagen sie alle. Merke dir einfach, dass ein Malheur deinerseits mir und meinem Team schlaflose Nächte beschert. Wir wären dir also sehr dankbar, wenn du Vorsicht walten lässt. Kaffee. Kaffee. Endlich. Gut. Dann lass dich mal ansehen. Ich bin nicht nur ein Augenschmaus hier. Schmaus wäre doch etwas übertrieben. Ich bin Alexis Price, Leiterin der Rechtsabteilung. Lass mich direkt sein. Rechtliche Probleme. Zeugen. Festnahme. Die du als Agent verursachst, sind meine Probleme. Also, keinen Ärger mit den Behörden. Wir haben einen Draht zu Verwalter Bayou und den Freestar Rangern, aber den will ich nicht allzu sehr strapazieren. Ich werde mein Bestes geben. Ich hoffe, dein Bestes ist gut genug. Kaffee.
Eben noch Kaffee geholt? Und jetzt schon Nachwuchsagent? Kempton Cho, Supply Chain Manager für Ryujin. Wir werden nicht oft zusammenarbeiten, aber wir sind in der gleichen Abteilung. Also sehen wir uns sicher. Schön, dich kennenzulernen. Ja, immer schön, zu einem Gesicht auch den Namen zu kennen. Die meisten Agents sehen wir hier selten. Jedenfalls, willkommen im Team. Oh, eins noch. Leute mit deinem Job sehen nicht unbedingt die Sonnenseite von Ryujin Industries. Aber es ist wirklich ein großartiges Unternehmen. Und unsere Arbeit hilft Millionen Menschen. Danke, das merke ich mir. Tu das. Wenn du immer nur das Schlechte siehst, zieht es dich schnell runter. Aber natürlich wirst du dir selbst deine Meinung bilden. Versuch nur, offen zu bleiben. Und danke für den Kaffee. Bitte. So, einmal Kaffee verteilt. Ich hoffe, die Begrüßungsrunde hat dir gefallen. Ich dachte, du solltest vielleicht wissen, wessen Jobs deine Arbeit berührt. Man hat mir schon gesagt, wie viel Arbeit ich ihnen machen würde, wenn ich nicht aufpasse. Sehr dramatisch. So viel also zur Chefetage. Es wird Zeit, an die Arbeit zu gehen. Wir haben Grund zur Annahme, dass unsere Freunde von Keltcorp unsere F&E-Server hacken wollten, da wir gerade um einen Auftrag konkurrieren. Das war ein großer Fehler von Ihnen. Ganz meine Rede. Wir können Keltcorp weder den Auftrag gewinnen, noch mit der Sache davonkommen lassen. Ich gebe dir eine Datenslate mit einer Datei, die du über einen ihrer Computer hochladen musst. Ist so gut wie erledigt. Und vergiss nicht, das ist vertraulich. Bei Keltcorp darf niemand Verdacht schöpfen. Wenn alles erledigt ist, solltest du absolut keine Spuren hinterlassen. Hier ist die Slate. Viel Erfolg. Jut. Sarah, man steht nicht auf Geländern. Mensch, du kannst da runterfallen. Ich kann meinen nächsten Auftrag kaum erwarten. Also, Mensch, Mädchen. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Ja, und ich bin hier falsch gelaufen. Ein klein wenig. So. Denn wollen wir mal den ersten Auftrag durchführen. Ist jetzt alles okay. Das heißt, ich kann mir doch die UC noch aufsparen. Vielleicht. Diese Macht für die Menschheit bestimmt war. Weil bei der UC hätten wir jetzt nochmal gut Punkte dazu gekriegt. Wegen seiner verdammten vermissten Slate. Als ob die Security für so einen mal gucken. Ach, wir haben schon wieder die nächste Aktivität. Hey! Mit mir willst du dich nicht anlegen? Nö. Ich bin in geheimer Mission da. So. Mach bloß keinen Ärger. Da stand gerade schon wieder entdeckt. Wer sieht mich denn jetzt hier die ganze Zeit? Okay, jetzt. Was haben wir denn hier? Mal ich den nehmen. Der passt auch in den anderen nicht rein. Dann bräuchte ich einen nur noch so. Okay. So, und für euch beide ist es ja dann relativ simpel. Programm hochladen. Fertig. Was willst du nachher in der Pause? Entschuldige mich, ich habe was zu erledigen. Ich muss hier raus. Naja, ich muss auch hier raus. Ohne Zwischenfall. Das waren ja noch die einfachen Sachen. Die werden ja nachher mal schwerer. Und ich habe immer noch nicht EM-Waffen gelevelt. Das könnte ein bisschen
Ich vertraue danach auf meine Tarnung und auf die Manipulation. Ich bin ja mal gespannt, wenn wir jetzt eigentlich nachher den Chip kriegen sollten, ob sich mein Skill erhöht, ohne den Skillpunkt auszugeben. Das wäre ja mal eklig genial. Dann könnte ich den Skill ausbauen, ohne dass ich damit jemals ein Level reinsetzen muss. Das wäre cool. Dann wird sich die Quest doppelt lohnen. Aber auf den Tarnanzug bin ich auch ein bisschen scharf. Für Sarah. Der Bericht ist gut, aber du brauchst noch mehr stützende Beweise. Imogen ist absolut. Na, sieh mal einer an. Du hast deinen ersten Auftrag überstanden. Wie ist es gelaufen? Alles erledigt, keine Probleme. Nicht der Hauch eines Problems. Ich wusste doch, du bist perfekt für den Job. Denk daran, ein Zwischenfall kann alles Mögliche bedeuten. Bestechungsgelder, Deckgeschichten, Aufräumteams. Du weißt schon. Je sauberer deine Arbeit, desto höher die Auszahlung. Das verstehst du sicher. Verstehe, saubere Arbeit bedeutet maximale Bezahlung. So ist es. Inzwischen kümmere ich mich darum, dass dieses Slate korrekt entsorgt wird. Nun, da wir wissen, dass dich ein kleiner Cyberstreich nicht überfordert, geht es mit Unterschiebung weiter. Ich bin zu allem bereit. Eine unserer Tochtergesellschaften, Arboron, konkurriert mit Laredo um einen Auftrag. Der Kunde ist sehr auf ein gutes Image bedacht und wird einen Vertreter nach Aquila City schicken, um Laredo zu beurteilen. Du musst dem Büro einfach nur zuerst einen Besuch abstatten und dort belastende Indizien gegen die Firma hinterlassen. Alles klar, wird erledigt. Gut, das sollte dir keine Probleme bereiten. Anders als Keltkorp hat Laredo ein eigenes Gebäude. Du musst also nur ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen überwinden. Hier ist die Slate, die du dort unterbringen sollst. Sie enthält vertrauliche Daten, die unsere Freunde bei Laredo schlecht dastehen lassen. Und jetzt los. Vertrauliche Daten hinzugefügt. Bis jetzt klappt das ja. So, dann einmal nach Aquila City. Ich sollte dann aber gleich, wenn wir in Aquila City gelandet sind, wenigstens mal mein Inventar ein bisschen räumen. Oder aufräumen, sagen wir es mal eher so. Da ist noch ein bisschen Schmuddel drin. Wir haben jetzt in der letzten Folge größtenteils nur, Laufaktionen gemacht. Einmal mal ein bisschen was in den Frachter legen. Obwohl sie seit 200 Jahren frei sind, hat das Collective nichts Besseres zustande gebracht? Dafür kann ich nichts. So, denn einmal hier schnell, Frachtraum, wir sind ja gerade hier. Wir haben nämlich hier noch ein paar Waffen im Inventar, die ich jetzt nicht so brauche. Na komm, ich pack dich erstmal beiseite. Verkaufen werde ich dich ja nicht. Aber ich brauche dich jetzt nicht mit mir rumschleppend. Mit meinen Waffen bin ich ja soweit noch zufrieden. So, die packen wir auch alle weg. Die dazu. Dann haben wir das. Da haben wir noch einen Helm. Ja, die wunderschöne Kleidung kann auch weg jetzt. Werfbare Items können wir noch wegpacken. Ressourcen einlagern. Ja, ein bisschen Sonstiges haben wir noch geklaut. So, das ist Sarahs Marke. Das sind die vertraulichen Daten. So. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Das kann auch weg. Frostpulver 40, nee. Neuerer Jack, nee, das brauche ich auch noch. Notfallkit benutze ich. Das war auch mit 40. Aber den kann ich zum Beispiel weggeben. Den kann ich weggeben. Ja. Mein Kaffee kann ich auch wegschütten. Und Jokos Kaffee. Naja. Kann ich auch mit wieder verkaufen. Und ich sollte eigentlich auch mal längst schlafen, weil ich kriege ein bisschen mehr EP, ne?
Wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Steigt noch mal kurz ein. Wir haben mal kurz einen Moment Zeit. Gehe ich mal 8 Stunden schlafen und dann gönnen wir uns auch noch mal ein bisschen was. Oh. Hey, Captain. Hey. So, einmal 8 Stunden bitte. Sarah, wie schläfst du denn da jetzt im Bett? Lachen fördert Hustenreiz. Ah, okay. Schön, dass du da bist. Müssen wir schon aufstehen? Ja, wir müssen schon wieder aufstehen. So, dann wollen wir uns auch gleich nochmal einen guten Tee reindrücken. Und jetzt können wir los. Als du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Nee. Captain, freut mich. Gerade keine Zeit. So, dann wollen wir mal schnell hier durch. Wenn du eine Waffe suchst, empfehle ich dir Lavin. Da was für dich. Gut, denn... Willst du deine Sorgen loswerden? Hast du was Gutes für mich, Sarah? Yep, bitte sehr. Ein Stru... Ja, okay. Bis später, Sweetie. Okay, Sweetie. So übel singt die Yussi doch nicht, oder? So, machen wir erstmal das auf. Der passt nur in dem zweiten. Die anderen passen zwar überall rein, aber ich habe gar keinen Einer. Das heißt, ein Dreier passt da gar nicht rein. Ich müsste 2 Zweier nehmen. Okay. Hä? So rum. Zack. Muss erstmal gucken, wie ich den hier reinquetsch. Der müsste auf jeden Fall die Mitte abdecken. Ja, so. Gut, dann wollen wir mal das belastende Material da gleich reinschmeißen. Da hätten wir noch einen, der so gehen würde, ja. Müsste so passen. So, einmal ins Inventar. Das Sonstige, die vertraulichen Daten. Und wieder raus. Als wenn nie was geschehen wäre. Kann man nicht eigentlich jetzt schon schnell reisen? Ich müsste ja jetzt nicht eigentlich bis zu meinem Schiff laufen. Können wir doch eigentlich von hier aus gleich porten. Ist doch viel angenehmer. Höchste journalistische Integrität. So. Ja, ja. Das ist so ein Dann wollen wir doch mal gucken. Einmal Operations. Vom Rand der oberen Plattform solltest du dich lieber fernhalten. Ist ein langer Weg nach unten. Habe ich schon ausprobiert. Ja, ist es.
Ich habe dich schon erwartet. Ist es erledigt? Ja, alles erledigt. Den Deal sollten wir in der Tasche haben. Großartig. Ich werde Ularu wissen lassen, dass wir unsere Verhandlungen aufnehmen können. Nun ist es an der Zeit, etwas andere Fähigkeiten zu testen. Ich bin zu allen bereit. Schön, dass du noch nicht genug hast. Für deinen nächsten Auftrag musst du kreativ werden, um einer Sicherheitskraft eine Sicherheitsschlüsselkarte abzunehmen. Und mit kreativ meine ich nicht den Einsatz von Waffen. Wirf dich in Schale und überrede das Ziel. Oder übe dich im Taschendiebstahl. Okay, dann an die Arbeit. Viel Erfolg. Du kannst sicher die Schlüsselkarte auf friedliche Weise beschaffen. Denk daran, wenn doch etwas passiert, bist du auf dich allein gestellt. Ja, Taschendiebstahl. Ja, es würde mich auch interessieren, aber ich glaube nicht, dass... Ja. Würde mich ja auch nochmal interessieren, aber ich glaube nicht, dass es ihr denn wirklich passen würde. Also unserer werten Begleitung. Ja gut, ich hätte sowieso den Skillpunkt jetzt nicht übrig. Imogen und Yuko haben den Laden festgestellt. Momentan nicht. War das nicht Hopetech? Und nee, Paradiso war das, ne? Können doch eigentlich direkt dahin porten. Hä? Nee, das ist auf Woli? War das nicht auf Paradiso? Dann schau bei LeGrands Liquors vorbei und stell deinen für jede hektische Lebensart. Was? Das geht doch jetzt da wieder hoch. Oder nicht? Ach nee, ja. Das weißt du nicht von mir, aber die... Das ist ja in der Neon Security. Ranger? Ich hab dich im Auge. Oh, was haben wir denn hier? Teilchenstrahlpistole? Naja, nee. Das sieht sehr merkwürdig aus. Aber na gut. Komm ja nicht auf irgendwelche Ideen. Hast du dich verlaufen? Du gehörst nämlich nicht hierher. Gehörst du wirklich hierher? Verzieh dich. Los, geh weg. Komm ja nicht auf irgendwelche Ideen. Ich hab... Verzieh dich. Hast du dich verletzt? Gehörst du wirklich? Ich hab dich im Auge. Ist das jetzt ein bisschen buggy, weil sie keine Beine hat, oder? Hast du dich verlaufen? Komm ja nicht auf irgendwelche Ideen. Verzieh dich. Los, geh weg. Ich geh nochmal raus und nochmal rein. Vielleicht ist das dann mit den Beinen hoffentlich behoben? Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum leben. Und nochmal wieder rein. Einfach nochmal neu laden. Vielleicht hat das schon was geholfen. Du musst. Okay, setz schon mal Beine. Du musst keinen Helm tragen. Das gehörst du wirklich hierher? Ja. Verzieh dich. Los, geh weg. Ja, wie soll ich denn jetzt an die Schlüsselkarte kommen? Das ist jetzt natürlich ein Problem. Ich habe hier eine Schlüsselkarte, aber das ist die verkehrte. Da bin ich gespannt.
Oh, Schmuggelware. Schmuggelware. Kann ich die Tür hier irgendwie zumachen? Da ist gar keine Tür drin. Wow. Hat keiner mitgekriegt? Hat keiner mitgekriegt. Falls du ein Verbrechen melden möchtest, musst du selbst damit klarkommen. Neon Security ist heute komplett ausgebucht. Okay. Okay, bis dann. Du musst hier drinnen keinen Helm tragen. Das weißt du schon, oder? Ja. Ich hab dich im Auge. Ich kann mit ihr aber nicht reden. Warum nicht? Hallo. Ich gehe mal kurz die Schmuggelware erstmal los, während ich gerade geklaut habe. Was für ein Anzug ist das? Ich sage dir, die Mode in Neon ist mir. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo war jetzt hier unser. Händler? Boah, Alter, Quatsch. Ja. Brauchst du was? Lass mal handeln. Jetzt machen wir Fortschritte. Ja, definitiv. Denn ich habe hier so komische Sachen gefunden, die ich dir nicht mal im Ganzen übergeben kann, weil die sind zu teuer. Wir kaufen Munition dann mal wieder. Munition immer gut. Kann man immer hier brauchen. Die können wir noch dazu packen. Kommen die nämlich auch nochmal mit. Die können wir mitnehmen. Die können wir mitnehmen. Die hier. So. Und jetzt, einmal das und jetzt habe ich ein bisschen zu viel gekauft, aber wir haben noch ein paar Waffen, die ich verkaufen kann. So ein bisschen Ausrüstung werde ich noch los hier. Ja, bei der weiß ich nur nicht, da hebe ich mir noch auf. So. Die Pistole noch und wir haben bestimmt auch noch mal ein bisschen ganz viel Kleinmüll hier. Ah, hat nicht ganz gereicht, der ganze Kleinmüll. Ja komm, der Joghurt, der reißt es. Bist du fertig? Ja. Dann verzieh dich. Du bist leer. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Jetzt habe ich ja soweit nichts mehr da. Ob wir das vielleicht mit Manipulation regeln können. Hau ab, ich hab zu tun. So. Zurückholen bringt mir nichts. Komm ja nicht auf irgendwelche Ideen. Ja. Geh weiter. Das hilft mir alles nicht. Das macht dieser Charakter nicht, okay? Hm.
Können wir auch nicht mehr mit ihm reden, okay. Das hätte mir auch nicht geholfen. Ich glaube, wir haben jetzt ein klitzekleines Problem. Gehörst du wirklich hierher? So, einmal sorry für den Hardcut, weil ich wollte jetzt gerade noch mal was nachgucken, weil mir kam die Quest jetzt null bekannt vor und in Folge 74 hatte ich eine komplett andere Quest, das war auch wirklich auf Paradiso. Jetzt habe ich sie halt nicht auf Paradiso. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, was jetzt eigentlich hier Phase ist. Und jetzt weiß ich auch, warum sie nicht mit mir quatscht. Weil wir brauchen entweder einen Anzug oder eine Security-Uniform. Und naja, ich habe jetzt weder einen Anzug noch eine Security-Uniform. Und deswegen quatscht sie auch nicht mit mir. Beim anderen war das ein bisschen anders. Wenn sich die Gangs heute mal nicht umbringen, könnte das ein guter Tag werden. Könnte jetzt gefixt gewesen sein, ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt einmal kurz in die Ryujin Lobby. Dort sollten wir Anzüge kaufen können. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal einmal hier rüber. Piu, piu. So, bei dir müsste ich was kaufen können, ne? Bitte probiere unsere Produkte nicht hier aus. Wenn die Security dich nicht aufhält, tue ich es. Hey, danke für den Besuch. Ich bin Ken. Sag Bescheid, wenn du eine Frage hast. Ich kenne die Waffen hier in- und auswendig. Freut mich. Ebenso. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich plaudere immer gerne. Was führt dich heute in den Ryujin Tower? Ich sehe mich nur um. Ich würde an deiner Stelle mit dem Ryujin Store anfangen. Die haben da auch Neuro-Amps. Das sind schon tolle kleine Maschinen, wenn man auf sowas steht. Ich würde gerne sehen, was du im Angebot hast. Klar, gern. Wir haben geöffnet. Er hat nur Waffen. Er hatte die Spacer, genau. Aber es soll hier auch einen Kleidungsladen geben. Bis dann. Gucken wir hier mal. In Neon regnet es einfach ununterbrochen. Nee, sie war ja für Nahrung zuständig. Das war nur das mit dem fürs Unternehmen. Willkommen zurück. Kann ich dir irgendwie helfen? Ah, hier ist er. Willkommen in der Filiale von Ryujin Industries. Suchst du ein Neuroamp? Lass mich mal sehen, was du im Angebot hast. Ich habe die neuesten Neuro-Amps von Ryujin. So, dann wollen wir noch mal gucken. Naja, Einschüchterungschance. Sowas brauchen wir ja eigentlich nicht so wirklich. Das heißt, ich nehme mir erstmal einen schönen Anzug. Betriebsrat, Chefetage, Management. Nee, komm, wenn denn schon. Wir wollen der Chef sein. Wiedersehen. So, ich hoffe, der Anzug dürfte dann auch reichen. So, ziehen wir mal kurz den Anzug der Chefetage an. Müssen wir kurz das Sternblut-Ding ausziehen. Sieht ein bisschen dick aus in dem Anzug, oder? Neulich hatte jemand Stromprobleme. Ja, der macht mich wirklich ein bisschen dick. Nichts Neues. Na gut. Ist ja egal. An den an. Dann gucken wir mal. Jetzt müsste sie auch mit mir reden, ne? Früher hatte ich noch meinen Kann ich dir bei etwas helfen? Ach, jetzt auf einmal. Ich brauche deine Security-Schlüsselkarte. Ja, klar doch. Soll das ein Witz sein? Für Details habe ich jetzt keine Zeit. Das ist ein Notfall. Ich gebe dir die Karte nicht ohne guten Grund. Also los, ich will Details hören.
Lass uns nochmal darüber reden. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Ich habe mich doch klar ausgedrückt. Keine Schlüsselkarte. Oha. Manipulieren gibt auch nur zwei. Okay, machen wir mit Autoüberzeugung hier. Ich habe hier nur ein kleines Fenster, ja? Die Zeit drängt. Ja, ja, okay, verstehe. Meinetwegen, nimm sie, aber beeil dich. Okay. Gut. Ich kann meinen Anzug wieder anziehen. Sieht ein bisschen hübscher aus. So. Die Unterklamotte brauche ich eigentlich nicht. Ich verlasse meinen Raumanzug doch nicht mehr. Da fühlt man sich sicher drin. Schon mal Spacern begegnet? Totaler Abschaum. Diese Aasgeier holen sich alles. Du bist schön. Ein Polyhausenfeldler, deinem zweiten Zuhause. Tja. Entweder haben sie das jetzt schon über die Tage hinweg gepatcht, meine Mutter wollte, dass ich mir dass das jetzt woanders ist. Oder sie haben es geändert. Dass es immer woanders ist. Ja, mal gucken. Schauen wir mal. Kann mir ja halt auch nicht wirklich jede Quest merken. Gruselig. Hallöchen. Hast du die Schlüsselkarte? Hier, die Schlüsselkarte. Na also, nicht schlecht für einen Neuling. Es wird Zeit für eine größere Herausforderung und du kommst gerade rechtzeitig. Ich bin für alles bereit. Gut, denn wir wechseln jetzt das Tempo. Für den nächsten Job ist aus zwei Gründen etwas mehr Diskretion nötig. Erstens hast du mit hochrangigen Managern zu tun und zweitens findet das Ganze in der Astral Lounge hier in Neon statt. Ich brauche nur die nötigen Einzelheiten. Der Auftrag ist recht simpel. Unsere Techniker konnten keinen potenziellen Deal zwischen Infinity Ltd. und Quantum Synergies aufdecken. Du musst dafür sorgen, dass der Deal schief geht. Ist so gut wie erledigt. Genau darauf hoffen wir. Du redest mit Sola Adisa, Geschäftsführerin von Quantum Synergies, und dem Finanzdirektor Arthur Cruz. Ich gebe dir zwei Dossiers mit den wichtigsten Gesprächspunkten zu beiden. Lies sie. Du siehst lesen, damit ich die richtigen Sachen sage. Verstanden? Exakt. Mit diesen Sätzen bringst du Sola und Arthur am ehesten von Infinity ab und buxierst sie sanft in unsere Richtung. Infinity Ltd. wird von Nina Hart vertreten. Ich gebe dir eine abgeänderte Version ihrer Präsentation. Du tauschst sie aus. Wir haben einige Zahlen so verändert, dass während des Meetings genügend Verwirrung entsteht. Klingt ganz danach, als würde dieses Meeting chaotisch werden. Wenn Manager mit Zahlen konfrontiert werden, die nicht stimmig wirken, dann verlieren sie sofort jedes Vertrauen. Und zu guter Letzt empfehle ich ordentliche Kleidung. Ich habe einen Anzug für dich schneidern lassen. Wir brauchen absolute Diskretion. Ich will keine SNN-Sondersendung über Mord in der Astral Lounge, klar? Okay, bin bereit. Sehr gut. Aber denk daran, schön unauffällig, klar? Lass dich von der Astral Lounge nicht zu sehr ablenken. So. Es gibt immer etwas zu tun. Man muss ein gutes ab... Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir sollten jetzt, hoppala. Einmal die genau, damit wir die Antworten kriegen, brauchen wir einfach nur kurz die Dossiers anklicken. Die hatten wir ja schon mal gelesen. Einmal mit der Narzisstin und... Ne? Cool. Ne, gucken wir mal. Ich will Miss Salso nicht verärgern. Gelesen haben wir. Und jetzt einmal wieder quer über den Campus.
Du bist auch sollte echt mal Kilometergeld verlangen, so oft wie ich hier schon heute hin und her gerannt bin. Wenn man die letzte Folge auch nochmal mit benimmt. Naja, aber unsere Credits tanken sich ja jetzt langsam wieder ordentlich auf. Können wir wieder mal ein bisschen was ins Schiff stecken. Könnte von einem Kaffee glatt jemand umlegen. Nee, mach das nicht. Nicht für einen Kaffee. So. Oh, entschuldige. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich wollte mich einfach mal wieder nett unterhalten. Gut, dann plaudern wir. Mein Interesse ist geweckt. Außerdem will ich diese Geschäftsreise voll auskosten. Ich nehme an, du bist wegen Ryujin hier. Ryujin Industries? Gut geraten, nachdem wir in Neon sind, aber nein. Infinity LTD. Ein Deal mit Infinity LTD? Das klingt riskant. Riskant, sagst du? Warum das? Klär mich auf. Infinity LTD ist nur ein billiger Abklatsch von Ryujin Industries. Quantum Synergies darf nicht mit dem Wort billig assoziiert werden. Ich dachte, unser Team hätte Infinity gründlich durchleuchtet. Aber jetzt kommen mir Zweifel. Infinity fehlt es aufgrund der ständigen Umstrukturierung an einer klaren Vision. Ihre Instabilität ist ein problematischer Punkt. Aber damit kommen wir klar, solange wir bei allen Projekten federführend sind. Umwälzungen bringen allerdings immer ganz eigene Probleme mit sich. Verzögerungen, Moral, Image. Und ob Drexler wirklich dauerhaft bestehen kann, muss er erst noch beweisen. Vielleicht ist das wirklich ein zu hohes Risiko für mich. Eine überraschende Unterhaltung, die ich nie von jemandem wie dir erwartet hätte. Hier gilt wohl die alte Redewendung, dass man nicht nach dem Äußeren urteilen soll. Jetzt muss ich wohl einiges neu überdenken. Der Vergnügungsteil meiner Reise muss also verschoben werden. Danke für die Information. Ah, endlich. Mein letzter. Dass Sarah schon die ganze Zeit eigentlich komplett ruhig ist. Weder positiv noch negativ. Das macht mich so ein bisschen misstrauisch. Hä? Ach, hier sitzt er. Hey, Bayou sollte hier mal einen Dresscode einführen. Wenigstens ein bisschen Stil vorgaukeln. Der schöne Schein kann trügen. Kannst du laut sagen. Moment mal, du kommst aber nicht von Infinity LTD, oder? Nein, ich würde auch nicht wollen, dass jemand das denkt. Jemand wie du will nicht mit Infinity LTD assoziiert werden? Also, das muss ich hören. Infinitys Profite sind fingiert. Eine Buchführung wäre ihr Bankrott. Das ist eine gewagte Behauptung. Da müsstest du schon über Insiderwissen zu ihrem Unternehmen verfügen. Es stimmt aber auch mit meinen eigenen Recherchen zu ihren Firmenfinanzen überein. Im Vergleich sind Ryujins Profite um 25,7% höher, trotz besserer Qualität. Oh, ich bin beeindruckt. Das passt zu den Insider-Details, die wir bekommen haben. Interessant. Also, das war interessant. Da sieht man wieder, der erste Eindruck kann trügen. Leider muss ich mir wohl einige Daten noch einmal ansehen. Also, mach's gut und denk daran, Kleider machen Leute. Was haben die gegen mein Outfit? Mein Outfit ist doch gut. So. Mein Geduldsfaden ist dünn. Also halt fest. Jetzt.
Der passt nicht. Das heißt nur die beiden. Okay. Nee. Uno, Moment. So rum. Und so rum. So und so. Leichtes Geld. Ah ja. Austauschen. Hallo kleiner Ruby. Das war's mit dem Auftrag. So, Entschuldigung. Der Sternblütler muss durch. Problem? Nee, noch nicht. Noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder durch den halben Korridor einmal durch. Ohren zu. Hey, mach mit dem Boostpack keinen Blödsinn. Du willst gut. Wir haben wirklich alle Alkohol und... Wer macht denn hier schon Blödsinn? Hier macht doch keiner Blödsinn. So. Einmal wieder in die Operations. Hoffentlich hast du gute Neuigkeiten. War doch gar nicht so schlimm, oder? Kinderspiel. Du bist ein Naturtalent. Und das meine ich wirklich ernst. Die Astral Lounge kann auf manche Menschen ein klein wenig überwältigend wirken. Dazu dann noch Leute manipulieren, die das Äquivalent zum Oberboss sind? Das ist für die meisten unerfahrenen Agents nicht ganz leicht. Insgesamt nicht schlecht für deinen ersten großen Auftrag. Du hast dir sogar einen Bonus verdient, den Linden sehr gerne gewährt hat. Danke für den Bonus. Du hast ihn dir verdient. Wenn du mich weiter gut aussehen lässt, war es nicht der letzte. Aber bei Ryujin gibt es immer etwas zu tun. Wir haben reichlich unerledigte Aufträge und es kommen laufend neue rein. Hoffentlich bist du startklar. Das wird wenigstens mal eine kleine Abwechslung vom Üblichen. Was steht als nächstes auf dem Plan? Dein nächster Auftrag ist, einen Konkurrenten auf seinen Platz in der Geschäftswelt zu verweisen. Man könnte es Vergeltung nennen, aber das ist alles Ansichtssache. Immer her mit den Details. Die Außenwirkung ist für die meisten Firmen lebenswichtig. Vertrauen in die Produkte führt zu einem guten Ruf und das wiederum bringt Profit. Und Profit ist nun mal das Nonplusultra. Du sollst ein ARC-Gerät platzieren. Damit lassen wir unsere Konkurrenz fahrlässig erscheinen und ruinieren sie in der Öffentlichkeit. Das kriege ich hin. Sehr gut. Du musst nur das ARC am Wartungsterminal des Ziels anbringen. Alles andere übernehmen wir dann. Achte darauf, dass dich niemand sieht. Es ist wichtig, dass das alles wie eine Betriebsstörung wirkt. Und viel Erfolg. Wenn du so weitermachst, hast du bald meinen Job. Okay. Auf nach Hauptdeck. So. Unfälle passieren. Das war ja eigentlich auch noch relativ einfach und simpel. Flitzen wir einmal rüber. Platzieren das Gerät. Ja, und dann hauen wir da wieder ab. Also... War, glaube ich, letztes Mal auch nicht so schwer. Aktiviere deinen Handscanner. Hier kannst du so einiges katalogisieren. Aha, sowas wie Hoptech. Aber das ist doch schon katalogisiert. Ich will keine Beschwerden hören. Gut, kriegst auch keine Beschwerden. So, hier hinten drin waren wir ja schon mal.
Schön einmal außen rumlatschen. So, jetzt mal erstmal gucken hier. Na. Schwerkraft ist hier ein bisschen höher. Und hier können wir schon reiten. Musst du dich da jetzt hinstellen, Mädchen? Hi. Wie geht's? Ganz gut. Und selbst? So, du stehst hier, glaube ich, ein bisschen im Weg. Perfekt. Und schon haben wir wieder alles erledigt. Missionen gehen ja jetzt aber richtig flotti-fotti von der Hand da. Das ist ja mehr Schnellreise als alle andere. Na ja, gut, wir haben die Mission ja schon mal gespielt, also... An einige kann ich mich noch erinnern. In Neon kann man sich auf vielerlei Weise ablenken. Ich erwarte also... Was ist jetzt los? Ach, bin ich hier wieder auf alles anzeigen gekommen? Dass du dich benimmst. Ja, ich benehme mich. Hey, mach mit dem Boostpack keinen Blödsinn. So. Dass man nicht schnell reisen kann direkt in den Ruijin Tower, wo man denn hin möchte. Das wäre noch cool. Würde ein bisschen Zeit ersparen. Ach, Sarah. Das sieht jedes Mal gruselig aus. Mach doch sowas nicht. So. Hallo. Hast du ein Update für mich? Ich habe das RRC-Gerät platziert. Gute Arbeit. Dann wird Masako die Abendnachrichten heute besonders erfreulich finden. Also, weiter im Programm, was? Bevor ich's vergesse, wir haben die Resultate deines Ausflugs in die Astral Lounge. Es sind gute Nachrichten, der Deal ist gescheitert. Masako war sehr zufrieden und hat Linden angewiesen, dir einen Bonus zu geben. Offenbar hast du bei Arthur genau ins Schwarze getroffen. Quantum Synergies hat sich sogar an uns gewendet, um einen möglichen Deal zu besprechen. Danke für den Bonus. Du verdienst es. Aber zurück zur Sache. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir gut über die Konkurrenz informiert sein. Der nächste Auftrag erfordert etwas härtere Mittel, da sie solche Informationen eher nicht freiwillig herausrücken werden. Immer her mit den Details. Gut. Außer den üblichen gibt es nicht viel zu sagen. Dein Ziel ist ein Bauplan für den Prototyp eines neuen Motors von Trident Luxury Lines. Gerüchten zufolge könnte der Motor 17% effizienter sein als jeder andere, der aktuell auf dem Markt ist. Der aktuelle Bauplan wurde für die Prototypenfertigung an die Sternwerft geschickt. Er ist vielleicht im Bürobereich oder der Fabrikhalle. Verstanden. Ein Prototyp-Bauplan kommt sofort. Die Trident Luxury Sternwerft befindet sich im Orbit von Aquila im Cheyenne-System. Die Regeln sind die gleichen. Sei diskret, lass dich nicht erwischen. Okidoki. Na denn. So, aber bevor wir uns jetzt auf die Mission aufgehen, machen wir hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis denn.